Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Innenminister, geschätzte Damen und Herren. Ein Waffengesetz muss so streng wie notwendig sein, aber es muss auch so liberal wie möglich sein. Das ist die Linie der FPÖ seit vielen Jahren und heute erleben wir wiederum eine Verschärfung des Waffengesetzes, das in Österreich ja ohnehin schon sehr, sehr streng ist. Begründet wird das Ganze mit der Terrorgefahr, mit der Terrorabwehr, das war der Ausfluss, das war dem Antiterrorpaket nach dem Terroranschlag in Wien, der ja, wie wir mittlerweile alle wissen, verhindert werden hätte müssen, wenn die Behörden richtig gearbeitet hätten. Es wird aber ein Waffengesetz, egal was da drinnen steht, niemals einen Terroranschlag verhindern können. Menschen, die zu solchen Taten bereit sind, werden diese Taten verüben. Und wie wir in anderen Ländern sehen, es braucht dazu oft nicht mal eine Waffe. Es werden Fahrzeuge verwendet, LKWs, PKWs, mit denen Menschen getötet werden können. Und wenn Waffen ins Spiel kommen, sind das, und das sehen wir überall in Europa, illegale Waffen, illegale Schusswaffen der Kategorie A, die sich die Menschen illegal besorgen. Darum, Herr Innenminister, fokussieren wir uns doch auf den Kampf gegen den illegalen Waffenhandel und lassen wir endlich die unbescholtenen Legalwaffenbesitzer in diesem Land in Ruhe. Wenn ich heute in Österreich ein waffenrechtliches Dokument gelangen will, muss ich ein psychologisches Gutachten haben, muss ich einen Waffenführerschein machen, muss ich meine Verlässlichkeit nachweisen und werde auch regelmäßig von der Polizei auf die sichere Verwahrung überprüft. Legalwaffenbesitzer sind verlässliche Menschen. Also das mit der Terrorgeschichte ist eine reine Alibi-Handlung und das Waffenverbot nach Verurteilung nach Terror Gesetzen ist ja auch jetzt schon möglich und jetzt schon gültige Rechtslage, also das ist eine reine Alibi-Aktion. Was Sie noch hineinnehmen, das haben die Grünen hinein reklamiert, weil es zum Thema passt, die Frauenmorde. Ja, wir haben 26 Frauenmorde im Jahr 2021, das ist eine Katastrophe. Aber auch einen Frauenmord wird ein Waffengesetz niemals verhindern können. Wir tragen heute alle hier diesen Button Stopp der Gewalt an Frauen, aber wir werden das nicht mit dem Waffengesetz lösen. Denn was Sie hier vorhaben, bei einem Betretungsverbot, ein Waffenverbot zu verhängen, auch das ist jetzt schon möglich. Laut dem Sicherheitspolizeigesetz hat die Polizei die Möglichkeit, und das wird immer gemacht, es werden bei kleinsten Verwaltungsübertretungen oft Waffenverbote verhängt, wo die Übertretung mit einer Waffe gar nicht im Zusammenhang steht. Also bitte hören Sie auf, jetzt die Legalwaffenbesitzer zu schikanieren. Und die Grünen haben im Innenausschuss gezeigt, welches Geisteskind Sie sind. Auf meinen Einwand hin, dass es den Grünen ja eigentlich nur darum geht, den Privatwaffenbesitz in Österreich möglichst zurückzudrängen, hat der Kollege Störgenmüller gesagt, ja, und jetzt klatschen Sie. Und die ÖVP, die angebliche Partei der Jäger und Sportschützen und auch jener Menschen, die eine Waffe zur Selbstverteidigung zu Hause bereithalten wollen, darauf hat man einen Rechtsanspruch übrigens. Mit dieser Partei macht die ÖVP gemeinsame Sache und dann bei den Jägertreffen und bei den Sportschutzschießvereinen präsentieren sie sich als Helden des Waffenrechts. Also meine Damen und Herren, und dass sie jetzt auch noch eine Verwaltungsübertretung nach dem Symbole- und Abzeichengesetz mit Waffenverboten belegen, das ist überhaupt eine Farce. Also nochmal mein Appell, bekämpfen Sie den illegalen Waffenhandel, bekämpfen Sie den Islamismus, indem Sie die Einwanderung solcher Leute stoppen und lassen Sie die unbescholtenen, anständigen Legalwaffenbesitzer in Österreich endlich in Frieden.